haben wir hier ein Lost Place entdeckt, Freunde. Das wäre ja ein Hit. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Moin Leute, was geht? Ich bin's Chris, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder ein Wandervideo. Ich bin wieder mit Sohn und Frau in der Natur unterwegs und wir gucken uns heute so ein Moorreservat an. Und wenn ihr Bock habt, begleitet uns gerne. Viel Spaß! Elbköppe TV, Urbex Pilgern und Outdoor. So, und das erste Schöne, was ich entdecke und was ich sehr faszinierend finde, ist hier einen riesigen Ameisenhaufen und da kann man den Eingang erkennen. So, jetzt erstmal über diese angelegten Wege hier. Der Boden ist schon ganz weich. Und da vorne geht es dann auf diese Stege und das mag ich besonders gerne. So, und ich hoffe, dass die Media Mod, die ich nun endlich habe, in diesem Video die Unterdrückung des Windes ganz gut hinkriegt. Das soll angeblich so sein. Wir testen es jetzt gleich mal direkt. Ach so, die Brücke sollte eigentlich schwingen. Die ist aber abgemacht worden oder runtergefallen. Ja Leute, das ist natürlich jetzt ein kleines Abenteuer hier. So, hier überall sind so kleine Brücken und Wege, über die man laufen kann. Ja, das finde ich natürlich schön, Leute. Das ist herrlich hier. So, wir haben gerade ein Schild gesehen, wo drauf steht, dass es hier ganz viele Blindschleichen gibt. Ich hoffe doch sehr, dass wir ein paar zu Gesicht bekommen. Oh ja, das ist ja toll hier. Geht man direkt durch die Bäume durch. Herrlich. Leise, wir wollen Moorfrosch sehen und Blindschlange. Ich glaube, hier gibt es sogar, das ist für Barfußgänger hier. Hier so Kies, da hinten konnte man durchs Wasser laufen. Ja, dann geht man quasi hier über so einen Matschpfad rüber zu diesem Steg hier. Da hat man hier gleich so ein kleines Moortümpelchen. Ich werde sagen, diese Lücke. Ich auch. Und dann mal diese über die Brücke. Und hier wachsen überall wilde Heidelbeeren. Wir haben schon ganz viele gesehen eben, die schon reif sind. Und wir folgen nach wie vor diesem Pfad. Den Pfad der Erleuchtung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier spricht euer Kapitän. Wir sind wandern im Moorgebiet Rothenburg-Wümme. Luft. Ein ärgerndes Kind im Nacken, was mich mit Holzstücken beschmeißt. Moorluft. Stille. Besser geht's gar nicht. So, wir suchen hier jetzt einen Aussichtsturm. Noch haben wir ihn nicht gefunden. Und hier riecht's richtig gut. Kann ich gar nicht definieren, was das gerade ist, aber es riecht wirklich gut. Sehr erholsames Gebiet hier, Leute. Wenn ihr mal in Rothenburg-Wümme seid, dann fahrt ihr unbedingt mal ins Moorgebiet. Mein Sohn schreit im Hintergrund rum, falls man das gehört hat, weil er eine Wespe verjagen wollte. Gefunden, gefunden, wir haben es gefunden. Gibt es auch noch eine größere? Ich glaube nicht. Oh Mann. Bitte komm nicht wieder so als Fliegen. Mama, hoffentlich kommt nicht wieder dieses blöde Fliege. Dieses kleine Buttergast. Mein Sohn hat gerade Estnisch gesprochen. Also nicht wundern, dass er plötzlich andere Wörter benutzt. Liegt daran, meine Frau ist Estin. So Leute, wir sitzen jetzt auf so einer Hochbank. Es sind so zwei Bänke quasi wie so eine Stufe. Und da hat mein Sohn gerade gesagt, hier könnte man gut übernachten. Ich finde das auch. Ich glaube, das wäre mal ein Versuch wert fürs nächste Bus. Vielleicht heute? Nee, heute nicht. So Leute, das wär's. Ich da, mein Sohn da oben. Das wäre doch geil, oder? Was sagt ihr?
So, wir haben uns jetzt entschieden, durch den Mittelweg zu gehen, weil da geht es einfach weiter auf so einem, ja, Holzweg. Und da hinten sollen noch so eine Art Stege kommen, über die man laufen muss. Und hier haben wir noch ein wenig Hochmoor mit ordentlich Wasser. Und hier riecht's gut, Leute, hier riecht's wieder richtig gut. Natürlich fängt es hier an zu regnen jetzt. Das ist wieder klasse. Mal gucken, wir sind gerade aus der Schutzhütte los. Jetzt können wir nur hoffen, dass hier noch irgendwas kommt. Ganz entspannt führt der Weg hier seicht. Durch halben Wald, da vorne ist so eine helle Wiese, herrlich. Und man hört die Vögel hier überall irgendwelche Geräusche machen, das ist total schön. Oh, mitten im Moorgebiet leben Kühe. Herrlich. Und auch hier dieses Gelb. Meine Frau sagt, es riecht wie zu Hause in Estland hier. Man muss dazu sagen, es riecht wirklich gut. Mich erinnert der Weg aber eher an den Camino in Spanien. Haben wir hier ein Lost Place entdeckt, Freunde? Das wäre ja ein Hit. Wobei ich eher glaube, dass es eine Schutzhütte ist. Wenn man sich hier mal so die Bänke anguckt, ja, da kann man rein, das ist offen. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Oh ja, Freunde der Sonne. Das ist ja Hammer. Man sieht, glaube ich, gar nichts. Das ist eine Hütte für die Schafe. Ist ja herrlich. Ich habe meine Taschenlampe jetzt leider im Auto. Sonst hätte ich euch das da drin immer filmen können, aber hier ist auch sonst so ein Schild. Schöner Baum da hinten. Auf der Wiese. Ja, der ist wirklich schön. Ich will nochmal im Sommer liegen. Aber man darf nicht. Mama, hier dahin. Schöner Baum. Ja, Leute, das war wieder eine schöne Wanderung heute. Herrlich. Mein Sohn hat wieder super Fragen auf Lager. Können Eidechsen sich unsichtbar machen? Er meint wohl eher die Tiere aus der Wüste. Leguane und sonst irgendwelche Tiere, die sich quasi tarnen können. Und da vorne hat man solche Bienenstöcke aufgestellt. Finde ich total klasse. So, Leute. Einen wunderschönen kleinen See entdeckt. Und das Geile ist, da hinten in dem Waldstück sind überall so Ferienhäuser. Also so von Privatleuten, ne? Oh, das wäre ja mein Traum, Leute, echt. So, Leute, wir sind jetzt wieder zurück am Parkplatz nach dieser langen Wanderung. Circa 12 Kilometer haben wir gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr keine weiteren Abenteuer von Lost Place Not Adventure verpassen wollt. Abonniert diesen Kanal und aktiviert kostenlos die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.